Kein gutes Essen ohne den hier. Tja, für uns bedeutet Pfeffer nicht viel mehr Arbeit, als einmal an der Mühle zu drehen. Aber die, die ihn pflücken, die müssen für die Körner 6 Meter hoch in die Bäume klettern, auf wackeligen Leitern, und zwar ohne Sicherung. Was für ein Job. Mein Kollege Christoph Karasch hat 2 Tage lang bei der Pfefferernte mit angepackt. Oh. 2 Tage schuften auf einer Pfefferplantage in Indien. Bei der Ernte hat Christoph mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Höhenangst. Kann ich runter? Geschicklichkeit. Oh nein! Und morschen Bäumen. Plötzlich höre ich nur dieses Geräusch. Für unsere Rubrik X-Days reisen wir mehr als 7000 Kilometer. Und zwar in die südindische Provinz Kodagu und besuchen eine der größten Plantagen dort. Die Region gehört zu den wichtigsten Pfefferlieferanten Deutschlands. Christoph soll bei Farmer Nanyunda mit anpacken. Ich bin Christoph und will lernen, wie man Pfeffer erntet. Es ist mir eine Ehre, dir alles darüber zu verraten. Aber auf den ersten Blick erkennt Christoph hier nur Kaffeepflanzen. Was haben die mit Pfeffer zu tun? Das ist also nicht nur eine Pfefferplantage, du baust auch Kaffee an? Hauptsächlich Kaffee. Pfeffer bauen wir als Mischkultur an. Der wächst zwischen den anderen Pflanzen. Das Klima auf rund 1400 Metern Höhe eignet sich perfekt für die Landwirtschaft. Die Kaffeepflanzen wachsen im Schatten großer Bäume. Und die haben noch eine weitere Funktion. Sie dienen als Stütze für Pfefferpflanzen. So rankt der Pfeffer bis zu 10 Meter hoch. Christoph muss hier einen halben Zentner der Körner pflücken. So viel wie seine Kollegen. Doch dafür braucht er die richtige Ausrüstung. Die bekommt er von Kunyu, seinem Vorarbeiter. Ist das sowas wie mein Rucksack? Richtig, du pflückst und steckst alles da rein. Und sie haben sich für mich sogar die schönsten Farben rausgesucht. Das weiß ich sehr zu schätzen. Fehlt nur noch die Leiter. Die Leitern sind hier Aluminiumröhren mit winzigen Stufen. Das hat mir keiner gesagt. Ich habe Höhenangst. Ja. Oh oh, denn Klettern gehört zur Pfefferernte dazu. Und die startet jedes Jahr Ende Februar, Anfang März. Dann ist die trockenste Zeit des Jahres. Schon um 9 Uhr sind es bereits 30 Grad. Christoph hat aber gerade ganz andere Sorgen. Oh Gott, jetzt sieht man das erst, wie hoch das tatsächlich ist, wenn er das senkrecht hinstellt. Guck dir das mal an. Die Arbeiter klettern bis zu 6 Meter hoch in die Bäume, ohne Sicherung. Jeder pflückt pro Tag rund 25 Kilogramm Pfeffer. Das sollte auch Gastarbeiter Christoph. Jetzt bleibt er erstmal am Boden und zeigt Chef Kunyu, dass er seinen Job auch gut macht. Pflück wirklich alles ab. Okay. Alles klar, dann fange ich einfach hier unten erstmal an, ganz ohne Leiter. Das ist doch ein Softstart. An jedem Stängel sind rund 30 Pfefferkörner. Kann man die schon essen? Klar, probier mal. Ist nur ein bisschen scharf. Du zuerst. Okay. Sehr scharf. Und er lacht. Wow. Jedes Korn zählt. Wenn Christoph sein Ziel von 25 Kilo schaffen will, muss er genauer hinsehen. Da hängt überall noch was. Ach du mein, ach Gott, hier sind ja noch viel, viel mehr. Das sieht man hinter den Blättern immer gar nicht. Doch dann ist Schluss mit der Schonzeit. Christoph muss nun auf die Leiter klettern. Steig rauf. Jetzt soll ich hoch? Ja, hier unten gibt's, glaube ich, nichts mehr zu holen. Okay, aber slowly, slowly. Ich bin mir sicher, der TÜV Rheinland hat da noch mal drüber geguckt hier. Halte ich immer mit einer Hand am Baum fest, sonst fällst du um. Okay. Was wir ihm noch nicht verraten haben, das hier ist die kleine Leiter. Sie ist nur 3 Meter hoch. Es gibt auf der Farm auch doppelt so große. Dazu später mehr. Mit seiner Höhenangst fällt es Christoph jetzt schon schwer, sich aufs Pflücken zu konzentrieren. Zeit für einen Zwischenstand. Der Sack muss mittags mindestens halb voll sein. Nicht gut, habe ich verstanden.
Auf der Plantage sammeln Profis rund dreimal so viel. Es ist ein Job mit Risiko. Im Schnitt verletzen sich die Mitarbeiter zweimal pro Jahr schwer. Christophs Kollege Sammert ist 5 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Stamm war morsch und ist einfach umgekippt. Und dann plötzlich hinter mir höre ich nur dieses Geräusch. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann lag er schon, als ich es realisiert habe. Sammert hat Glück gehabt. Er soll sich aber den Rest des Tages freinehmen und von dem Schrecken erholen. Auch die anderen machen erstmal Pause. Heute treffen sich alle bei Kollege Ali. Es gibt scharfe Nudeln mit Gemüse. Dazu etwas Brot. Der 30-Jährige lebt und arbeitet seit 3 Jahren hier. Ist das für euch sehr harte Arbeit? Nein, das ist schon okay. Außerdem kümmert sich der Chef und hilft uns immer sofort, wenn was ist. Und er zahlt gut. Ali erhält einen vergleichsweise guten Tagessatz von 3,70 Euro. Auf anderen Plantagen gibt es oft 1 Euro weniger. Hier leben 13 Arbeiter mit ihren Familien. Die Häuser sind einfach, aber kostenlos. Ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, dass die Arbeiter tatsächlich auf der Plantage auch leben. Ich dachte, die kommen eben morgens dahin und fahren abends wieder nach Hause. Aber das stimmt nicht. Die hatten unten an so einem See tatsächlich ein kleines Dorf. Und da haben die alle zusammen gelebt. Ich hatte tatsächlich was von so einer kleinen Community. Nach 45 Minuten Pause geht es wieder an die Arbeit. Christoph hat erst 3 Kilo zusammen. Sein Tagesziel sind 25. Stell die Leiter an den Baum. Die hier? Ach du heiliger Wimbam. Das sind die Leitern, mit denen die Profis arbeiten. 6 Meter hoch und ganz schön wackelig. Und das hält? Wackelt wie Sau. Christoph klammert sich am Baum fest und gibt alles. Bloß nicht runtergucken. So geht das 4 Stunden weiter. Rauf auf den Baum, pflücken und wieder runter. Mein Chef hat halt die ganze Zeit gesagt, du bist zu langsam, du musst schneller, du musst höher, du musst mehr machen. Ansonsten kriegst du dein Tagespensum nicht hin. Christoph ist mit seiner Ausbeute des ersten Tages eigentlich ganz zufrieden. Aber mal sehen, was der Chef sagt, denn am Abend muss jeder Arbeiter seinen Beutel zum Wiegen bringen. Die anderen sammeln im Durchschnitt täglich 25 Kilogramm. 7. What? Das ist ja gar nichts. 7 Kilo? Es war niederschmetternd, das Ergebnis, muss ich tatsächlich sagen. Der direkte Vergleich mit meinen Kollegen war, es war erbärmlich. So, tatsächlich. Und dann stehen die beiden eben wieder daneben und können sich das Kichern nicht verkneifen, ne? Die sammeln ja auch mehr als 3-mal so viel wie Christoph. Nach 10 Stunden haben auf der Farm alle Feierabend. Morgen geht es schließlich früh weiter. Tag 2 startet um 7 Uhr morgens. Christoph hat der Ehrgeiz gepackt. Er ist schon früher unterwegs, um sein Defizit vom Vortag auszugleichen. Heute soll er außerdem bei anderen Produktionsschritten helfen. Auf der Plantage wird der Pfeffer nicht nur angebaut und geerntet, sondern auch weiterverarbeitet. Jetzt will Christoph aber erstmal seinen Ruf als Pflücker etwas aufpolieren. Heute soll er mit einer Kollegin zusammen mit einer Leiter arbeiten. In 2er-Teams sind die Pfefferpflücker viel schneller mit einem Baum fertig. Du kletterst hinter Rahela her. Mach dir keine Sorgen um die Höhe, wir halten die Leiter fest. Auf dieselbe Leiter? Ja. She's on top and sie ist oben und ich? Okay. Christoph versucht nicht darüber nachzudenken und pflückt tapfer weiter. Die Aluminiumstange biegt sich hin und her. Oh, fuck. Anders ist das bei Rahela. Die 28-Jährige kann sogar in schwindelerregender Höhe zwischen den Leitern wechseln. Ich bin beeindruckt. Wie machst du das und warum hast du keine Angst? Ich klettere seit meiner Kindheit. Deshalb habe ich keine Angst, egal wie hoch es ist. Bis vor 2 Jahren wurde auf der Plantage noch mit Bambusleitern gearbeitet.
Doch Aluminium ist robuster und hält länger. Nach 3,5 Stunden ist Christoph mit den Nerven völlig am Ende. Wann immer sie sich bewegt, wackelt das hier alles tierisch. Darf ich runterkommen? Ey, sorry, das ist zu krass. Ich komme. Pausenzeit. Let's go. Aber vorher steht noch Wiegen auf dem Programm. Ob sich Christoph trotz seiner Höhenangst gesteigert hat? Oh nein! So. So ein bisschen Einzelkörner bleiben hier leider liegen. Das schwächt den Export enorm, aber das kriege ich nie auch noch aufgehoben. Weiter geht's. Während das Kilo in Indien unter 1 Euro kostet, sind es in Deutschland 28 Euro. Und wie viel Kilo hat Christoph heute gesammelt? 5. 5 Kilo? Für einen halben Tag ist das okay. Das war noch nicht alles. Nach der Pause soll Christoph an einer anderen Station der Plantage helfen. Essen gibt es heute wieder bei Ali. Dal mit Reis, ein typisch indisches Gericht. Ali ist ein sehr, sehr lustiger Kerl. Das ist die ganze Zeit am Grinsen, ist wahnsinnig durchtrainiert bei seiner ja nur irgendwie, weiß ich nicht, 1,50 Meter Körpergröße oder so. Das fand ich höchst beeindruckend. Ein sehr starker Mann, der sich vielleicht auch deshalb das gewisse Extra in seinem Privatleben gönnen darf. Das sind meine beiden Frauen. Du hast 2 Frauen? Ist das üblich? Im Islam ist es erlaubt, mehrere Frauen zu haben. Bei uns läuft es gut. Wir streiten eigentlich nie. Mit Sahida ist er schon seit 14 Jahren verheiratet. Rahela kam erst vor 4 Jahren dazu. Alle 3 arbeiten gemeinsam auf der Pfefferplantage. Mit jeder Frau hat Ali 2 Kinder. Dann geht es zurück an die Arbeit. Christophs Kollegen wollen ihm zeigen, wie sie bis vor einigen Jahren die Pfefferkörner von den Stielen getrennt haben. Alles in Handarbeit oder besser Fußarbeit. Einfach draufstellen und hin und her rutschen. Darf ich mal ganz kurz loswerden? Das ist der angenehmste Part bisher in diesem Job. Das ist eine ganz tolle Fußmassage. Das kitzelt unter dem Fuß. Heute funktioniert das so. Zuerst müssen die Körner trocknen. Das dauert so 1,5 bis 2 Tage. Dann sind die Körner fertig. Für den nächsten Schritt muss der Trecker samt Anhänger her. Unser Reporter darf ausnahmsweise ans Steuer. Mit Schrittgeschwindigkeit geht es zu den anderen Arbeitern zurück. Im Schlepptau haben die Jungs eine Trennmaschine, die die Pfefferkörner von den Stielen rütteln soll. Wow, das war ein Ritt. Mit der Maschine geht der Trennvorgang wirklich um einiges schneller als mit den Füßen. Damit auch die letzten Stöckchen von den Pfefferkörnern verschwinden, müssen sie durch das Sieb. Durch das Trocknen sind die Körner jetzt nicht mehr grün, sondern schwarz. Was am Ende übrig bleibt, sind Pfefferkörner, wie wir sie aus dem Supermarkt kennen. Das ist das fertige Produkt. Der fertige schwarze Pfeffer. Genau. So wird er dann ausgeliefert. Von hier geht er dann rund um die Welt. Und Christoph hat einen kleinen Teil dazu beigetragen. Für einen halben Tag war ich nicht schlecht. Wenn du das noch ein paar Mal machst, wirst du besser. Pro Kilo Pfeffer bekommt die Plantage knapp 7 Euro. Und bei uns steht er dann für das knapp 5- bis 6-fache im Regal. Die Menschen hier sind stolz auf das Gewürz. Schließlich gilt Südindien als die Wiege des Pfeffers. Und sichert Ali und seinen Kollegen ein gutes Grundeinkommen in Kodagu. Und damit gehen hier 2 arbeitsreiche Tage für unseren Host zu Ende. Ich glaube, an Tag 1 war es vor allem die Geschwindigkeit, mit der es so ein bisschen gehapert hat. Jetzt an Tag 2 war es fehlende Geschicklichkeit oder ich würde sagen fehlende Übung. So würde ich mich, glaube ich, ausdrücken. Auf jeden Fall werde ich beim nächsten Mal zu Hause dran denken, was für ein aufwendiger Prozess hinter der Pfefferernte steckt. Und viel mehr noch, ich habe mir sogar ein Souvenir für zu Hause besorgt. Mein eigener geernteter Pfeffer aus Indien. Mit dem und jeder Menge außergewöhnlicher Erfahrungen im Gepäck geht es wieder zurück nach Deutschland.